Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen Hi. zu Fallout 4. Wir hatten ja mal angefangen zu bauen. Ich habe dann offline ein bisschen was umgebaut mit Sim Settlement. Ich habe hier die ganzen Geschäfte aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Also die wurden aufgebaut hat von den Siedlern. Nur was ich nicht verstehe, es ist niemand an seinem Platz. Chemistry Station, man kann also hier was herstellen. Hier ist nochmal das gleiche. Warum auch immer. Hier ist ein ganz normaler Laden. Er ist jetzt auch nicht da. Hier hätten wir ein Rüstungs. No Caps, no Service. Rüstung könnten wir hier kaufen. Hier haben wir Dead End Weapons. Aha. Aber ist keiner da. Okay. Hier ist die Bar. Darum habe ich hier auch ein paar Tische aufgestellt. Und hier haben wir nochmal so einen gleichen Laden. Warum auch immer. Ja. Das Teil ist da übrig geblieben von einem Haus, was ich nicht wegbekommen habe. Ich habe mir auch einen neuen Mod runtergeladen gehabt. Scrap All. Scrap Everything. Aber das Mod-Dingen hat es natürlich nicht geschafft. Ich habe dann dort hinten die Metallhütte ist mit. Ach, wie heißen die Dinger jetzt? Habe ich es vergessen. Ja, auf jeden Fall. Wie heißen die? Strom. Ich habe es vergessen. Ja, Generatoren. Genau. Die Hütte ist mit Generatoren. Dann habe ich unten. Ah, bevor wir da weitergehen. Ja, es hat sich was geändert am Haus. Vorweg am besten gehen wir mal hier rein. In meine Mods. Ich habe ein paar Mods installiert. Jetzt weiß ich nicht, ob sie mir. Ja. Spring Cleaning hatte ich ja und das Hood Framework ESM brauchen wir ja für Sim Settlements. Snap and Build habe ich mir runtergeladen. Dann das Expense Crap List. Ah, und eine neue Küche. Das machen wir aber irgendwann mal zusammen. Clean Settlement ist auch Snap and Build. Unlimited Building, Scrap All Things habe ich runtergeladen noch. Das sind so meine Mods. Die Beschreibung findet ihr dann unten in der Beschreibung findet ihr dann die Sachen. So, auf jeden Fall in meinem Workshop gab es dann schön diese Dächer. Die habe ich natürlich dann sofort ausgesucht. Und was es noch gab, ich hatte ja so Probleme von wegen Türen und bla bla bla. Ja, hier habe ich jetzt so kleine Räume, Schlafräume. Die Türen gibt es natürlich auch. Ich kann es euch auch gerne zeigen. Das ist jetzt von Snap and Build, also Clean Settlement. Hier bei Holz. Man sieht, alles ist sauberer, sieht vernünftiger aus, ist nicht mehr so abgenutzt. Und hier sind halt Fenster. Und waren die hier? Ja, hier waren die Eingangsbereiche. Können nachher noch unten eine Tür versuchen einzusetzen. Ja, das sieht alles ein bisschen ordentlicher aus. Ja, nur was mir gerade einfällt, meine Eingangs-, also die Türen, die sahen nicht so aus. Bei sonstige? Ah ja, hier. Und zwar musste man die Türen sich selber zusammenbasteln. Man kann jetzt hier zum Beispiel habe ich jetzt Holz genommen, aber man hätte hier auch so Fensterglas nehmen können oder sowas, so verschiedene. Und hier so eine Tür habe ich, Türrahmen habe ich dann halt, ja, da klatscht auch da an. Zum Beispiel da auch brauchen wir aber nicht. Es ist dann halt so
Türrahmen, wo man dann sich selber hier so vereinzelt so Sachen reinmachen kann, wie zum Beispiel das oder hier sowas und dann einfach eine Tür. Und ja, das habe ich gemacht. Dann sieht man da vorne schon, habe ich ein Fenster eingebaut. Ist ein Fenster. Dieses Fenster auswählen einmal, verschmilzt fast mit dem, jetzt wieder nicht. Jetzt hängt es wieder doof. Jetzt hängt es gut. Ja, nicht so gut. Aber es gibt halt verschiedene Fenster. Zum Beispiel, das können wir wegnehmen, ja. Es sieht zwar von außen dann auch braun aus. So, jetzt passt es. Ja, gibt es verschiedene Arten von Fenstern, deswegen habe ich sie mal hier stehen lassen und ich dachte, wir machen mal einfach verschiedene Arten rein. Kurz, schnell auf die Schnelle lagern, ja. So, dann haben wir verschiedene Fenster, was mir ja sehr wichtig war. Und wie gesagt, das habe ich dann halt, es gibt noch mehr Bauteile vom Dach. Aber da, auf die Schnelle wollte ich jetzt das mal machen, damit ihr es seht. Ja, zum Beispiel hier machen wir das dann auch weg. So. Dann machen wir hier das auch weg. Und machen dann hier eine Tür. Brauchen wir nicht, nein. Immer mal so ein großes Fenster. So. So, haben jetzt alle Fenster. Okay, das soll jetzt auch keine direkte Baufolge eigentlich sein. Ich wollte euch einfach nur auf den neuesten Stand bringen. Ah, hier haben wir auch noch. Da kriegt dann so ein Fenster. Na. Ich häng fest irgendwie. Machen wir es halt von außen. So. Ja, von außen sieht es dann halt so aus. Ja, kann man mit leben. Es hat so eine Art Landhausstil ein wenig. Wie gesagt, ich war froh wegen den Dächern, weil mir gefiel es ja total nicht. Das Haus habe ich noch nicht weitergemacht. Das machen wir dann irgendwann in einer Baufolge zusammen. So, jetzt zeige ich euch noch, was hier unten passiert ist. Ja, hier sind auch Stromreaktoren drin. Ich musste hier auch, frag mich nicht, wie das Ding da jetzt schwebt. Vorher hatte ich auf dem flachen Dach, aber irgendwie mit den Kabeln ging es nicht und bla bla bla. Und irgendwie hat es dann doch das angenommen, dass das Kabel rausgeführt hat. Ja, hier haben wir noch reichlich Platz für Generatoren. Ich konnte die großen noch nicht bauen, weil da Wissenschaft 1 oder so fehlt. Ich habe aber jetzt durch das Bauen 2 Level up, die wir dann später, nachdem ich euch alles gezeigt habe, dann vergeben. So, und dann habe ich die Hütten natürlich da unten abgerissen, habe mir gedacht, machen wir hier, schön. Denn es gab ein Update, da sind die Plots, also diese Fläche, Baufläche von diesen Häusern und auch von den Geschäften, alles Mögliche, sind jetzt vergrößert. Man kann natürlich auch in das Menü reingehen und wieder die Standardgröße nehmen. Aber ich fand, dadurch, dass die sich ja verändern, okay, das ist nicht so genial hier. Es hat halt nicht angeklatscht. Das sind halt die verschiedenen Häuser jetzt, die ich im Moment habe. Hier habe ich ein bisschen Luft drin gelassen, weil ich am Überlegen bin, dass wir vielleicht später mal noch so eine Etage höher bauen. Aber ganz viel später. Mal schauen. Ja, das wollte ich ja unbedingt haben. Das hatte ich ja letztes Mal gesehen. Das habe ich dann hier hingestellt. Und einfach so 3 Bänke hin. Gut. Ja, sonst habe ich noch nichts gemacht. Wie gesagt, das Haus will ich total wegreißen. Demnächst.
Was wir machen könnten auch, ist, wäre diese ganze Straße einreißen. Das Problem ist nur, es würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, eventuell was Neues zu pflastern und wie es dann aussieht. Da habe ich ein bisschen Bammel vor, dass es wirklich kack aussieht. Deswegen lassen wir das erstmal. Ja, wir haben, wie ihr seht, noch genug Baufläche, die wir nutzen können. Ich habe dann einen Wachposten hingestellt. Ach, und ich habe Versorger losgeschickt, weil mir Kupfer gefehlt hat, nach Tempines Bluff und zur Red Rocket Station. Ja, das habe ich gemacht. Energie, wie ihr seht, ich weiß auch gar nicht, haben wir denn schon wieder Kupfer oder so? Mal schauen. Oh nein, haben wir leider noch nicht. Das heißt, wenn wir müssen mal auf die Suche gehen. Der im Laden hat auch nichts an Kupfer. Da müssen sowieso noch ein paar Läden mehr gemacht werden. Ja, und wir laufen hier schön sommerlich rum. Dann wollte ich euch noch etwas zeigen. Ja, ich habe noch mal zwei. Wenn du arbeitest, kannst du essen. Ja. So einfach ist das. Ja. Zwei Schütztürme aufgestellt. Da ist auch nichts drin. Und wie man sieht, ich habe dieses grusige Grün habe ich gewechselt in Blau. Ich glaube, es gibt es sogar auch in Pink oder so. Vielleicht ändere ich das noch in Pink. Ja. Wir laufen mal kurz zur Red Rocket Station. Ach ja, und den Typen habe ich hier weggeschmissen. Der Hund ist zu schwer. Ja, den kann ich nicht tragen. Wir laufen mal kurz zur Red Rocket Station. Da hat sich auch etwas getan. Da habe ich auch offline alles gesäubert. So. Schön sauber alles, wie man sieht. Jetzt ist Folgendes. Es liegt jetzt an euch. Besser als Hausarbeit. Wenn ihr möchtet, also ihr müsst mir sagen, sollen wir das ganze Gebäude niederreißen und hier eine kleine Siedlung machen ohne dieses Gestell hier? Oder aber wir lassen es stehen und bauen rundherum und obendrauf. Schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, was ihr meint, was wir zu tun gedenken haben sollen. Mit den Pflanzen bin ich vorsichtig, weil es ist mir öfters passiert, ich habe eine Pflanze angeklickt und da war das ganze Gebäude weg. Man muss sich immer wieder neu laden, weil ich möchte euch die Entscheidung lassen. Sollen wir die Red Rocket Station stehen lassen oder sollen wir sie wegreißen? Ja, das ist halt noch so eine Sache, die ich gemacht habe offline. Einfach hier gereinigt. Ja, nochmal. So. Das könnte man eigentlich auch mal. Ah, dann unten drunter sieht es so aus. Ja. Lassen wir das erstmal. Wie gesagt, das ist eine Neuheit. Und wie gesagt, ja. Wenn ihr entscheidet, lasst mir einen Kommentar da. Sollen wir stehen lassen oder abreißen? Was sagt ihr? Drumherum bauen oder unseren Platz freimachen für viele neue Dinge? Also ich kann so gut wie alles abreißen. Ich habe es schon ausprobiert. Und ja. Ich denke, das war's. Das heißt, wir könnten noch, nein, zu Red Rocket, nein, Tempines Bluff. Brauchen wir den Pit Boy? Nein. Die Karte brauchen wir. Schnell zum Ausgang. Nein, wo haben wir denn einen Ort hin? Wir wollen nach Tempines Bluff. Ja. So, die Hey. nächste. Nein, kurz warte, ich will nichts, danke. Das nächste, was ich gemacht habe, ist, hier waren halt 11 Leute, da habe ich welche nach Sanctuary geschickt. Und ich habe 2 Leute hier das bauen lassen. Auch 2 Häuser. Sonst habe ich weiter hier noch nichts gemacht. Ja. So einen Roboter könnte ich gebrauchen. So wie jeder Haushalt.
Ja. Gut. Können ja hier nochmal schauen, wie es ausschaut. 6 Leute, Energie 5, Wasser 6, Essen 8. Im Moment reicht das. Müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Ja, das war jetzt nur so ein kleiner Rundgang-Info. Und ja, ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir auf Reisen wieder. Wir haben ja auch noch was zu erledigen. Und zwar war das bei Daten. Nehme ein Starlight Drive-In. Späher der Minutemen haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Allerdings wimmelt es dort von Feinden. Preston hat mich gebeten, den Ort zu säubern, damit wir dort eine Sendestation erreichen können, um Siedler anzulocken, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. An die Raider-Probleme. Was? So viele Sachen haben wir? Was? Nee, Raider-Probleme machen wir erst. Oberland Station, das war glaube ich das erste und dann ist das nebenan Starlight Drive-In. Okay, das machen wir. Dann starten wir mal wieder von Sanctuary aus. Und was haben wir eigentlich für Waffen? Peng Peng. Peng Peng. Kurzes Jagdgewehr. Schallgedämpf Impro repetieren. Wache Schlagstock. Ja. Okay. Kann man das noch wieder wegmachen? Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part und dann geht's los, gibt's wieder ein bisschen Action. Bis dahin. Ciao und tschüss. Und wie gesagt, Kommentare würde ich mich freuen. Ja. Ihr entscheidet, lassen wir Red Rocket stehen oder reißen wir sie komplett ab. Eure Entscheidung. Bis dahin. Ciao, tschüss. Adios.